Hallo, herzlich willkommen, Mahlzeit. Wir machen nicht gleich lang rum, sondern gehen durch den Spiegel ins Licht. Und endlich, endlich wieder ein bisschen basteln da. So, wir basteln mal gleich ganz, ganz schnell. Was haben wir denn? Waffen haben wir 87. Da auf jeden Fall 20. Schrot machen wir mal 2. Haben wir noch 37. Das passt eigentlich. Explosivbolzen. Harpunenbolzen lassen wir auch mal hier, Alter. Junge, was geht? Was geht? Ja, das ist sehr schön. Ich habe einen neuen Follower, herzlichen Dank. Wir haben noch 29. Waffenverbesserungen, was geht denn hier ab? Feuerkraft ist nicht verkehrt. Wir haben 400, ne? Diese Feuerrate kotzt mich an, ne? Okay, das wäre natürlich nicht verkehrt. Aber eigentlich doch sehr. Boah, erhöht Feuerkraft für Schaden, Alter. Hier, das ist auch nicht verkehrt, das kostet aber auch 400, ne? Sollen wir es machen? Komm, dann machen wir das für den hier. Was soll der Geiz? Was soll der Geiz? Haben wir hier noch was Hübsches? 25. Ja, da kannst du es vergessen. Da brauchst du nichts. So. Speicher zwischen. Das ist schön. Jetzt gehen wir mal geschwind noch zur Tatjana. Bevor wir dann... Hui. Bevor wir dann weitermachen. Keine Sorge, Detective. Was? Tut kein bisschen weh. Dieser Ort hier ist die Hölle. Wahrhaftig. So viel Leid und Tod. Ja, man braucht Stärke, um ihn zu durchqueren. Stärke und Willenskraft. Ich weiß nicht, wie viel ich noch verkraften kann. Sie haben ihre Grenzen noch nicht erreicht. Die Antwort darauf, warum Sie wirklich hier sind. Warum ich wirklich hier bin? Weil ich Lilly retten will. Ja, aber um das zu schaffen, müssen Sie zuerst andere Herausforderungen bestehen. Wie soll ich diese Nägel je ver... Ja, kennen wir ja. Wir checken nochmal hier ab. Können wir leider nicht mitnehmen. Okay, 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 okay. Was ist das? Gaswolken. Nehmen wir dankend mit. Wir haben einen Schlüssel. Zwei Elektroschocks. Ja, gratuliere. Ja, hat nicht großartig was gebraucht. Ich weiß nicht, hier können wir, glaube ich, auch nichts herstellen. Gesundheit, Kampf, List, Heilung. Athletik, Athletik nicht. Gesundheit vielleicht. Kostet 12.000, ich habe 4.000. Willst du mich verarschen? Kostet 8.000. Wieso habe ich so wenig Gel? Kampf wäre nicht schlecht, ne? Wegtreten schaffe ich selber nicht einmal. Ich kann gar nichts machen, ne? List vielleicht. Nicht einmal das. Nicht einmal das. Heilung. Nicht einmal Heilung. Und die gute alte Athletik. Ja. Fuck.
Ich werde sterben. Alter, leck mich doch am Arsch. So ist hier wieder. Wieso sind hier Kerzen? Wieso ist das alles? Wo ist die Katz? Ich... Ja, komm. Ups, ist hier noch was eigentlich? Nee, hier ist Exit. Voll gegen die Wand laufen. Das ist sehr schön. Wir machen einfach weiter. Hoffen, dass wir irgendwann hier auch zwischenspeichern können. Jetzt haben wir wenigstens ein bisschen wieder Muni. Sollte dann funktionieren. Wir gehen einfach mal hier durch. Verschlossen. Okay. Es muss einen Mechanismus zum Öffnen geben. Wieso hängen die hier? Alter. Haben wir ja schon in der gestrigen Folge, beziehungsweise in der letzten Folge uns angeschaut. Ein bisschen genauer. Ja. Keine Ahnung. So, wir fangen mal von links nach rechts an, dass wir wissen, wie das hier genau funktioniert. Mit links. Ja, und jetzt? Hier dieses Blut. Müssen wir hier irgendwie... Ach du Kacke. Ja, weil ich das so gut kann. Keine Ahnung. Ich lasse das jetzt mal so. Wir müssen mal gucken, wie die anderen beiden das so handhaben. Ah, das schaut schon nicht einmal verkehrt aus. Dürft man gleich haben eigentlich, ne? Passt? Passt? Oder? Kann überall hinlaufen. Bast hat er gemeint. Was mir ein bisschen Sorgen macht, sind die Spritzen. Du liegt der Hand. Ja, fein. So. Theoretisch sollte... Ist das funktionieren, ne? Ei, eine Suppe da. Eine Suppe, komm, wir probieren's. Sollte aber funktionieren jetzt. Ne? Hallo? Übersehe ich hier was? Ich mache mal kurz die Funzel an. Habe ich jetzt hier was übersehen?
Fällt gerade auf, die haben ja gar keine Gesichter, ne? Was mache ich denn? Hey, Franconia. Ich gehe mal nach oben nochmal. Habe ich hier einen Schalter übersehen? Sieht doch nämlich eigentlich ganz gut aus, ne? Kann überall hinlaufen. Ich weiß nicht, was die haben. Oder es kann geradeaus laufen. Es läuft links und rechts in die Fugen rein. Traum eigentlich. Besser und schöner kannst du es nicht machen. Haben die Statuen damit was zu tun oder sind die nur hier so ganz cool? Stehen nur in der Gegend rum. Ich mach mal die Funzel an. Der Wahnsinn. Ich häng schon wieder an diesem Kackrätsel da. Gibt's hier noch was? Okay, hier komme ich definitiv nicht mehr rauf. Oh, ein bisschen Schluck auf. Ich hätte meinen Schokocino jetzt nicht so schnell saufen sollen, nee. So. Oh, keine Ahnung. Ich kann ja auch gar nicht mehr interagieren. Ja, das sieht doch so aus, wie es sein soll. Ist das ein Bug? Aber die Suppen läuft nicht. Ist das ein Bug? Man weiß es nicht. Wir machen jetzt mal. Wir testen jetzt einfach mal, ne? Keine Ahnung. Muss ich mich selber schneiden und dann hier. Guck mal so. Bringt es hier irgendwas in Gang? Das ist eigentlich eine, ja, in Anführungsstrichen hochentwickelte Maschine hier. Alter, das gibt's doch nicht. Du mich auch. Okay, weißt du was? Wir gehen jetzt nochmal nach oben. Nein, Franconia. Wir gehen jetzt nochmal nach oben. Weil diese Steinplatten, die passen ja. Hat die Kerze damit was? Keine Ahnung. Ich lasse das mal. Ich mache da jetzt mal nichts dran. Okay, das ist dann nur der. Vielleicht. Ach, mit links. Junge. Vielleicht doch so, ne?
Und die Suppe läuft. Gratuliere. Und die Suppe läuft. Gratuliere. Sehr schön. Da habe ich doch. War ich wieder zu blind? Habe ich schon vor lauter Wald die Bäume wieder nicht gesehen gehabt. So, wir haben schon 16 Minuten wieder. Schaut aus wie ein riesengroßer Mund. Mit diesen Augen. Ach du Scheiße. Das ist schon wieder verrückt. Sebastian Castellanos, endlich sind Sie da. Ich habe auf Sie gewartet. Wer zur Hölle sind Sie? Meine Anhänger nennen mich Pater Theodor. Ich hoffe, Sie werden mich auch so nennen, mein Freund. Noch so ein Irrer mit einem Gottkomplex? Einen von euch habe ich heute schon getötet. Natürlich haben sie das. So gehen sie mit jeder Herausforderung in ihrem Leben um. Mit brutaler Gewalt und Einschüchterung. Und sehen sie, wohin das geführt hat. In eine Hölle, die sie selbst erschaffen. Nehmen sie die Waffe runter. Benutzen sie statt ihrer Fäuste noch einmal ihren Verstand. Wir haben dasselbe Ziel, Sebastian. Wir können einander helfen. Kommen Sie. Sie werden mit Ihrer Tochter wieder vereint. Und ich werde die Macht des Kerns besitzen. Ich weiß schon, wer Lily hat. Ja. Und Myra wird sie nicht so einfach hergeben. Was? Wo sind sie? Ich würde es Ihnen ja sagen, aber Sie sind noch nicht bereit. Sie müssen sich meiner Gemeinde anschließen, bevor ich es Ihnen verraten kann. Sagen Sie mir, wo sie ist! Nehmen Sie meine Einladung an. Ich kann Sie von Ihrer eigenen Finsternis fortführen. Ich kann Sie zu Lily führen. Sorry, aber ich folge niemandem. Nun, gut. Sie spüren so viel Schmerz. Die Vergangenheit verfolgt sie in jedem Augenblick. Ich habe es ihnen gezeigt. Sie müssen erkennen, dass ich helfen will. Kehren sie aus freien Stücken zurück. Dann können wir unsere gegebenen Rollen einnehmen. Nicht als Widersacher, sondern als Verbündete. Leben Sie fürs erste Wohl, Sebastian. Warte! Sieh an, wer endlich wach ist. Wurde auch Zeit. Ich könnte Hilfe gebrauchen.
Du weißt, wie man eine Waffe benutzt, oder? Kümmer dich um die Seite. Schieß, bis sie alle tot sind oder uns die Munition ausgeht. Fuck! Was muss ich hier machen? Was zum Teufel geht hier vor? Wir können später reden. Konzentrier dich aufs Überleben. Wo ist der? Das hast du schon mal gemacht, oder? Ja. Viel zu viele Male. Wo ist der Rest? Schnapp dir ein paar Vorräte. Da kommen noch mehr. Okay. Fuck. Aber wenn das hier vorbei ist, will ich Antworten haben. Ich will hier keine Pause machen. Fuck. Fuck. Die Hinterseite. Ich höre noch mehr von denen. Was für eine Hinterseite? Lass mich verarschen. Was für eine Hinterseite? Ah, die Hinterseite. Okay, entschuldige, dass ich hier so rumwackel. Nein. Klar! Nein! Also genug Muni habe ich, ne, aber... Fuck! Fuck! Nein! Nein! Wer ist das? Sebastian erwacht nach seiner Konfrontation mit Theodore und trifft auf ein Mitglied des Mobius-Teams. Im Kampf gegen die Horde-Kreaturen, Sebastian keine andere Wahl, als sich mit der Frau zusammenzutun, versteckt im Steam, Kapitel 10. Herzlich willkommen! Tot sind oder uns die Munition ausgeht. Ja. Was zum Teufel geht hier vor? Wir können später reden. Konzentrier dich aufs Überleben. Kopfschuss, verbraucht weniger Munition. Was? Guter Schuss. Danke, du aber auch. Hast du schon mal gemacht, oder? Ja, ein bisschen. Viel zu viele Male. Schnapp dir ein paar Vorräte. Ja, mach ich. Da kommen noch mehr. Okay. Aber wenn das hier vorbei ist, will ich Antworten haben. Gratuliere. Ich bin da mal nachladen. Die Hinterseite. Ich höre noch mehr von denen. Hinterseite? Klingt gut. Scheiße, das nimmt ja überhaupt kein Ende. Ach, das geht schon, schau her. Sich nicht zusammenrotten. Was? Rotten? Wo kommen die jetzt her? Und wir auch nicht. Nein! Nein! Die beißt! Die beißt, Freunde! Und dann nicht einmal treffen, ne?
viel ich noch einstecken kann. Fuck. Bleib, hässlicher Mistkerl. Wie viele sind hier noch? Ich möchte einen gesunden Eindruck, ne? Hey. Ja? Was zur Hölle ist das für ein Lärm? Oh, Scheiße. Vorsicht! Es kommt jetzt noch. Boah, was ist das für Dinger? Karl, töte sie einfach. So, erstmal das Zanglum. Sicher. Ist aber auch gut eingesteckt, los, ne? Wir müssen weiter. Hier lang. Ich muss gar nichts. Looten, das muss ich, meine Liebe. Boah. So, wird die Folge heute jetzt auch wieder ein bisschen länger. Ja, 26 Minuten, dann machen wir halt nochmal eine halbe Stunde raus, hat er gemeint. Schrotmuni. Spritze. Ach, ich liebe dich. Oh, Spritze, ich liebe dich. So, wir reden gleich. Von da kommen wir es auch noch her. Sind wir hier wirklich sicher? Eieieiei. Danke. Weiß nicht, ob ich das allein geschafft hätte. Ich bin Esmeralda Torres. Ich bin... Sebastian. Ich weiß. Woher? Sieht aus, als wär's das. Wir sollten verschwinden, bevor noch mehr auftauchen. Wie bin ich hierher gekommen? Und wer bist du? Keine Zeit für Fragen. Mein Unterschlupf ist in der Nähe. Wir können unterwegs reden. Na los. Nimm dir, was du brauchst. Ich warte hier. So, Folge Torres in ihren Unterschlupf. Die Frage ist... wir werden mal hier alles... Wir werden hier mal alles, ne? Wir werden hier nochmal alles genau begutachten. Ist das jetzt hier ein Speicherpunkt? Ich würde nämlich jetzt gerne... hier speichern. Ich würde jetzt furchtbar gerne hier speichern. Was eigentlich mit dem? Jo. Hier können wir nicht viel. Okay. Ich hätte gesagt, wir machen hier eine Folgenpause. Ich hoffe, ich beginne dann nächstes Mal hier wieder. Ansonsten machen wir das dann nochmal, aber hat ja ganz gut geklappt. Wieso soll es dann das nächste Mal auch nicht klappen? In diesem Sinne, vielen Dank fürs Einschalten. Ich mache eine Aufnahmepause und bis zum nächsten Mal bei The Evil Within 2. Macht's gut, servus, euer Franconia.